Dawn of Man. Wir haben einen Angriff überlebt. Wir brauchen dringend mehr Menschen. Ich glaube, dafür brauchen wir Ruhm und... Ah, ja, oh, oh. Wo ist denn unsere Stele? Können wir schon was mit unserer Stele anstehlen? Kann sich hier mal einer drum kümmern? Hier ist so eine volle Ziege. Was macht die? Ihr seid hier am Beten. Ah, hier kommt ein neuer Futterspeicher. Das ist sehr gut. Davon hatten wir nämlich zu wenig. Obwohl, hier räumt ihr ja auch nichts rein, ihr Idioten. Komisch seid ihr drauf. Ey, guck mal hier. Vergammelt das Getreide auf dem Feld. Wahrscheinlich bräuchten wir aber auch... So, jetzt ist jemand... Ich glaube, noch ein Mörser wäre schlau. Und hier hinten noch ein Schlitten. Dass die Trollos halt einfach mal noch ein bisschen mehr Mehl machen können. Ah, hier kommt der Weber hin. Ach, der ist auch immer noch nicht fertig. Guck mal, hier kann jetzt mal Futter rein. Räumt ihr das mal um, weil dann hält sich das nämlich auch länger. Hier, Getreidespeicher. Eine Hütte, die die Nahrung trocken hält und so lange wie möglich konserviert. Sind recht beständig, müssen ab und zu repariert werden. Über ein Schilfdachdeckerei. Und halten das hoffentlich ein bisschen länger fresh. Oh, wow, wir haben Babyziegen! Geil! Das sind unsere ersten... Das ist unser erster Tiernachwuchs. Das ist natürlich geil. So, hier ist unser Steinhaufen, da ist unser Holzhaufen. Ah, jetzt haben wir einen Weber und wir haben ganz viel Milch gesammelt. Jetzt können wir überlegen, wie es weitergeht. Und Sklaventreiber Franz, Felder bestellen, Hütten bauen, Tiere schicken, Klamotten craften, Waffen craften, Megalith abbauen, Lehm holen, Tiere füttern und. Da sind Leute unzufrieden. Ab nach Bautzen. Zum Senf? Und die Senf holen? Oh, das Rad, das würde uns das Leben auch leichter machen. Schweine wäre natürlich... Ich mag ja einfach Tiere so gerne, ne? Flachs wäre gut für Klamotten. Brunnen ist wirklich das Unwichtigste und Pfahl brauchen wir auch nicht. Also es ist Flachs oder Schweine. Flachs oder Schweine, Flachs oder Schweine, Flachs oder Schweine. Was ist es? Schweine! Ich hab random draufgeklickt. Ach, der Stasi-Knast, okay. Wir brauchen Babyschweine. Da ist ein Babywolf. Was liegt denn hier rum? Oh, Bison und Wolf liegen hier. Ist doch aus der Bibel, oder? Da, wo Bison und Wolf zusammenlegen, sollst du dich nicht vermehren mit deines Nachbarn Gattin. Habt ihr nicht gedacht, dass ich so bibelfest bin, ne? Buch Justus. Buch Justus Jonas. Noch ein Männchen. Wir brauchen aber Schweineweibchen. Schweinchen, Schweinchen, Schweinchen. Schweinchen, Schweinchen, Schweinchen. Wo sind unsere Schweinchen? Wir dürfen sie aber auch nicht zu weit wegschicken. Denn sonst sind die Spakolyten wieder doof. Schweinchen, Schweinchen, Schweinchen. Schweinchen, Schweinchen, Schweinchen. Wo sind unsere Schweinchen? Schweinchen, Schweinchen, Schweinchen. Na, wir gucken dann gleich nochmal. Vielleicht sind da ja auch trächtige Bachen dabei. Boing, da wo wir der Kartenrand. Meine Investition. Unser Lager nicht wieder. Ich glaube, da hinten ist es, ne? Oh, hier. Da ist ein Berg, ein Schweinchen. Und das ist auch nicht so weit von zu Hause weg, oder? Wo ist zu Hause? Ich bin zu Hause nicht wieder. Zu Hause. Hä? Oh, ich mach mal einen Timer machen. Zu Hause ist weg.
Bibelfest, das bedeutet doch, dass man keinen Schmerz fühlt, wenn man mit einer Bibel verprügelt wird. Ja, nee, das Bibelfest ist, wenn man Bücher verkauft, in denen so Geschichten drinstehen, und dann kriegt man ganz viel Geld und davon wird man super reich. Dann macht man ein Fest. Ich finde zu Hause nicht wieder, Leute. Wir müssen abbrechen. Habe ich ausgesehen die Karte gedreht? Gibt's eine Möglichkeit, nach Hause zurückzukommen? Ja, geil, jetzt läuft das Spiel weiter. Gut, Franz. Wir wohnen doch an so einem Tümpel. Wie viele Tümpel kannst du denn hier geben? Wie groß kann denn so eine Karte sein? Hier, da, wohnen wir da? Da wohnt Captain Mammut. Auch nicht schlecht. Weil wir dürfen die Leute ja nicht zu weit schicken. Hä? Haben wir nicht in der Kartenecke gewohnt? Doch, hier, da. Dann sind die Schweinchen auch wirklich nicht so gigaweit weg. Die sind heimlich umgezogen. Die hatten keinen Bock mehr auf mich, ey. Die haben gesagt, so, wenn der nicht guckt... 23 haben wir nur noch, ey. Wir brauchen... Dringend, Leute. So, jetzt können wir mal gucken. Was kann hier gebaut werden? Ach so, hier wird gewebt. Okay, da habt ihr natürlich noch mehr Arbeit, ne? Ihr macht Wollstoff und Leinenstoff. Okay. Ja, wir haben jetzt halt deutlich mehr Hausarbeit, ne? Ziege wurde geschlachtet, das ist schon mal was. Da, zwei da Menschen, sehr gut. Wir brauchen euch. Ihr Kind, hier, Tanak, du bist schon ewig, geierst du hier rum. 15 bist du. Kannst du bitte den Megalithen abbauen? Kannst du nicht. Was kannst du eigentlich? Hier, Imsa, alte Frau. Bin so gespannt, ob die das kann und was sie dann macht. Ah, hier. Ach, bereite für den Transport vor. Der muss jetzt transportiert werden. Okay, wir brauchen mehr Megalithen. 15 haben wir wohl im Bergwerk. Wir haben schon wieder neue Ziegenbabys. Okay, wie findet man am besten Mega... Ah, die leuchten so blau. Leuchten die immer blau? Da ist noch ein Megalith. Okay, wir brauchen hier... Das heißt wiederverwerten. Das ist, wo die Leute gestorben sind, ne? Dann lassen die da einfach ihren Shit liegen. Oh Gott, die guten Sachen. Der Babyschwein? Leider nein. Leider nein, leider. Da ist noch ein Megalith. Das ist eine Menge Arbeit mit den Megalithen. Aber dafür werden die Leute mega happy, wenn sie dann erstmal großes Megalithenfest feiern können. Hier wohnt Feuerstein, das ist aber interessant. Ach, jetzt beschweren die sich gleich wahrscheinlich wieder, weil ich so viele Megalithen ausgewählt habe, ne? So, wir können aber erstmal gucken, wofür brauchen wir denn? Ein stehender Megalith, guck mal. Das ist doch super. Den stellen wir dann hier ins Dorfzentrum, dann gucken die alle richtig doof. Oder hier so. Geht wieder nicht, ne? Hier ist doch geil, dann könnt ihr das immer bei der Arbeit angucken. Das ist nicht so weit. Guck mal, da braucht man halt wirklich nur einen. So, hier. Ihr schlappt den jetzt einfach von da nach da. Das wird richtig gut. Wir haben Bärenwissen erlangt. Brauchen wir dafür noch Leder? Wie sieht es denn mit Leder und getrockneter Haut aus? Wow. Wow, getrocknete Haut, Tannin. Oh, wir produzieren kein Leder mehr. Irgendjemand hatte doch die gute Idee zu sagen, wir brauchen kein Leder mehr. Mhm. War aber auch richtig. Okay. Ein altes Hundeweibchen. Uiuiui. Wir brauchen Leder. Einen Hund töten wir nicht. Das bricht nicht übers Herz. Guck mal hier.
Ihr seid jetzt mein neu gegründeter Superjagdtrupp. Alter, jetzt läuft euch das Schwein hier vor der Nase lang, ey. Und ihr seid... Dass ihr überhaupt noch lebt, ist ein Wunder. Oh, nicht genug Platz in den Ställen für unsere Tiere. Oh no! Tiere müssen übrigens auch alle gefüttert werden. Aber wir haben jetzt ja auch noch Schweine am Start, dann brauchen wir natürlich. Auch noch einen dritten Stall. Aber dann ist auch mal gut, ne? Mal langsam über sicher geht das hier voran. Wie sieht es mit Lehm aus? 32 Lehm, aber wir brauchen mehr Holz. Ja, langsam kommt hier die Industrialisierung durch, ne? Speierling. Ach, das ist mal nach dem Saufen. Oh, ich wollte voll das Speierling. Hier kann man überall auch noch Tannin reinlich rausholen, ne? Und ich wieder nicht. Faulen Hunde. Der Händler ist angekommen. Was hat der im Angebot? Oh, zwei Schweine. Hm. Ah, die zählen wir uns selber. Wir haben auch schon drei. Krass. Wo wohnen denn unsere Schweinchen? Schweinchen, 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 Schweinchen. Das alte Ziegenmännchen muss dran glauben. Okay, jetzt wird gleich ein bisschen geschlachtet. Und dann gibt es auch irgendwann mal einen neuen Stall. Hier habt ihr alle eure Schlitten vergessen, ey. Warte mal, Händler, hast du Leder? Will ich nicht, ne? Doch, da. Drei Leder. Etc. Achso, oh, die Hautoutfits sind ja voll wertvoll. Hier. Haha! Ein Speiling oder ein Reiher. Pro Einwohner ein Tier ist auch schon was, das stimmt. Ja, wir brauchen mehr Leute, ey. Wo seid ihr denn jetzt alle schon wieder? Was macht ihr denn? Boah, wie viele Tiere wir haben. Ach, guck mal, hier ist jemand am Weben. Das ist auch schon mal was. Ach, und den Urban Outfitter brauchen wir ja auf Dauer auch noch, ne? Und was ist mit unseren Wachtürmen? Sind die eigentlich schon gebaut? Oh ja, die haben sie schon gebaut. Das finde ich gut. Ich meine, wir haben es schon weit gebracht, ne? Hier, da, den Urban Outfitter. Der muss, der kommt dann hier in die Nähe vom... Oh nein, hier am Berg kann man nicht bauen. Nicht genügend Platz in den Ställen für unsere Tiere. Ja, ihr Dödels. Es kommt ja auch niemand auf die Idee, hier mal das zu machen, was ich sage. Ja. Ihr Betute. Könntest du bitte die Ziege erlösen? Hätte doch eigentlich noch einer gesagt, dass es mit ihr jetzt zu Ende geht, oder? In welchem Zeitalter befinden wir uns? Gesteigerte Verwirrung. Wir sind neolithisch. Kupferzeit ist aber nicht mehr so schrecklich weit weg. Ich wüsste gern, wo unsere Schweinchen sind. Was machst du jetzt hier klar? Oh, der Schlitten hat es bald hinter sich. Die gehen auch kaputt. Das ist ja ein Skandal. Guck mal, hier im Dorfzentrum ist aber für richtig was los.
Ziege wurde geschlachtet, sehr gut. Schlitten wurde errichtet, sehr gut. Ja, ist okay. So. Aber so kommen wir jetzt hier auf jeden Fall schon mal ganz gut klar. Hier wird die Hütte neu gemacht, Ziege wurde geschlachtet, sehr gut. Jetzt haben wir 18... Oh, 21 Tiere. Ach so. Da ist noch ein altes Ziegenweibchen. Hallo? Ich habe eine Frage. Ja, bitte. Bist du jetzt erstmal satt? Ja. Und dann versorge ich mich jetzt. Ja, du hast doch was, oder? Ja, ich wollte nur nicht, dass ich ein schlechtes Gewissen habe. Du musst kein schlechtes Gewissen haben. Du kannst ein schlechtes Gewissen haben, weil ich schrecklich Durst habe. Was soll ich denn dagegen tun? Wenn du doch mal zufällig in Richtung Klo gehst, also nee, das klingt immer komisch. Wenn du hier nochmal vorbeikommst, könnte ich irgendwas zu trinken haben wollen. Ja, dann habe ich. Du Schwein! Halten Sie mal den Mops in den Camp. Der ist gerade nicht hier, der faule Sack. Ach, du machst den neuen Stall, dann. Was habt ihr denn schon wieder? Belastungsdruck. Ach, Leute. Oh, ist jetzt schon wieder Herbst? Okay, wir brauchen noch einen neuen Strohspeicher. Und dann muss ich, glaube ich, tatsächlich, so traurig das auch klingt, müssen wir erstmal ein bisschen Päuschen machen, ne? Hier. Dankeschön, ich soll dich grüßen. Danke, zurück von wem? Vom Chat. Ja, von allen? Ja. Baylock und Hopsi und Dobi und Toter Winkel. Gut. Hallo. Danke. Und eben sollte ich auch schon gute Besserung ausrichten, weil ich gesagt habe, du bist nicht ganz fresh. Nee, ich gehe jetzt auch aufs Sofa. Mach das mal. Grüß das Sofa schön. Mhm. Und vom Olli. Und vom Jer. Oh. Du hast den So, guck mal, die Wollnashörner hier müssen alle versorgt werden. Ich wüsste gern, wozu. Da! Hallo, Schweinchen! Die sind ja süß, sind Buntschweine. Gott, die Leute. Oh, wir haben 100 Leben. Wir haben wieder Wissen erlangt. Guck mal hier. Also, ich kann euch auf jeden Fall. Auf YouTube so gibt es super viele Videos, wo Leute sich so mit den easiesten Easigkeiten. Über Wasser halten, das ist echt spannend. Ah, hier hinten ist noch ein Lagerzelt. Okay, aber Lagerplatz ist momentan eigentlich okay. So. Schlitten nicht benutzbar, was? Weil der, irgendwo ist hier wahrscheinlich der Schlitten weggegammelt. Ich sehe ihn aber nicht. Mhm. So, wir haben genug Stelle, ist alles gut. Okay, so, dann haben wir hier noch einen Getreidespeicher, dem geht's gut. Da ist eine dicke Lagerhütte, hier wird ordentlich gebaut. Da wohnen die Leute, da ist der Weber. Gary Weber. Das ist Liebe, trotz Krankheit den Mann mit Getränken versorgen. Ja, sie war ja eh gerade da. Das ist, macht sie aber sehr lieb. Gute. Ich habe sie jetzt ja nicht extra herzitiert. Also bitte haltet mich nicht für einen Rabenfreund. Schafft ihr es? Schafft ihr es diesmal alles zu ernten? Das wäre richtig mega. Macht sie ja nur, wenn sie aufs Klo geht. Zumindest bringt Franz das gut rüber. Ja. Beides. Ach, die kriegen Stroh. Aber zum Glück eine Menge. Belastung zu hoch, Belastung zu hoch, Leute. Bleibt mal ganz geschmeidig. Wo sind denn unsere ganzen niedlichen Schweinchen? Was machst du da? Ach, die schert das Schaf. Das sieht ja witzig aus. Guck mal, schrubb, schrubb, schrubb. Oh, da haben wir schon wieder drei neue Ziegen.
Gut, dass wir so viel Stelle haben. Fressen uns hier die Haare vom Kopf. Oh, das ist jetzt natürlich aber ganz gut. Oh, wir haben... Ah, guck mal hier. Der Megalith. Sie haben ihn endlich da drauf geschnallt. Hier, Irmgard. Hier. Gruselute, du kümmerst dich. Wir haben zu wenig Endewerkzeuge. Ja, ist schon okay. Ach, jetzt ziehen sie sich alle ein Hautoutfit an. Geht und holt folgendes. Megalith. So, jetzt können wir nämlich gleich... Im tiefsten Winter. Oh, wir haben nicht so viel Futter, aber wir haben eine Menge Brot. Damit sollte man ja schon klarkommen. So, jetzt will ich mal gucken, wie Mutti hier den Stein rüber. Alter! Okay, das war übrigens das Gamester-Video, von dem ich euch ganz am Anfang erzählt habe. Das lief so und die meinten so, es dauert ewig, bis sie das Ding da haben und das ist achtfache Geschwindigkeit. Ei, der Dauserich. Wie gut, dass ich den da hingestellt habe. Hätte ihr doch noch viel mehr Megalithen irgendwie ausbuddeln lassen, ne? Ach, das Feuerstein. Der Feuerstein ist leer. Da ist noch mehr Feuerstein. Na, wir werden sie schon hinkriegen. Das rennt Stream vom Klo aus. Sachen abhangen. Warum nicht einfach drehen, rollen lassen und die Hütten bremsen, das Ding? Eigentlich eine gute Idee. Schlitten nicht mehr nutzbar. Leute, da würde ich gerne mal darauf hinweisen. Wo ist der Schlitten? Der ist kaputt. Ja, wird der dann irgendwann repariert? Oder heißt das einfach, der ist jetzt kaputti? Und wir brauchen neue. Wollt ihr mir das damit sagen? So ein Rad wäre halt auch mega. Die Gruselute ist übrigens richtig schlecht drauf. Oh, was ist da hinten passiert? Die haben einfach einen Baum gefällt. Ja, jetzt ging unsere erste Generation Schlitten. Oh, guck mal hier! Das sieht ja schon cool aus, ne? Oh, und die Sachen, die dafür benutzt haben, gehen dann auch. Das verehrt ihr dann, ihr Dödels, ey. Obelix wäre stolz. Find's geil. Der Dude, der das Ding gerade aufgestellt hat, verehrt es jetzt. Das ist mal... Der Händler ist gekommen. Wenig Erntewerkzeuge. Wir haben einen Hinkelstein gebaut. Der gibt 5 Ruhm. Das ist klar. Das ist der Händlerino. Wo ist er? Ist irgendwas Geiles? Bei Ziegen? Nee, kann ich dir keine Ziegen verkaufen? Dude, wir haben so viele Ziegen, ey. Irgendwo von Giga 4? Nee. Er hat ein glückliches Leben geführt. Jetzt ist er zermatscht worden, ja. Ein neuer Mensch wurde geboren. Ey, wir haben so viele Zwergmenschen, ne? So, jetzt können wir mal kurz sortieren. Da, altes Ziegenweibchen. Wo ist es? Das wird doch dann eigentlich hier rausgestupst. Oder ist es jetzt direkt hier reingekommen? Da bist du. Da, Moment, da ist... Nee, du bist auch ein altes Weibchen, aber keine Ziege. Da, altes Weibchen. Altes Weibchen. Schwein, junges Weibchen, erwachsenes Männchen, okay. Haben wir überhaupt weibliche Schafe? Ah ja, erwachsenes, okay, das ist hier Geschlechtertrennung offensichtlich. So, wie viele erwachsene Ziegenmännchen haben wir? Ah, das ist... erwachsenes Männchen. Obwohl, das Junge kann bleiben. Okay, und von den Schafen haben wir eigentlich... Da
Davon kann eins auch noch gehen. So, hier. Gibt's ein bisschen Frischfleisch. Lauschifleisch! Oh Gott. Kümmert sich wer? Nee, du sollst die Ziege, die sich im Stein versteckt hat, die solltest du eigentlich wegschnabulieren, aber. Wir haben zu wenig Erntewerkzeug. Was ist denn euer Problem? Haben wir keine Feuersteine mehr? Ist das das Problem? Wir haben 4 Megalithen? Haben die schon freigelegt? Das ging ja schnell. Wildschwein fangen kann man doch zwischendurch mal machen, oder? Hallo Flauschdrachi! Sind 3, 4. Da liegt noch einer. 5. Oh, für einen Steinkreis. Das ist das ultimative megalithische Bauwerk. Geil. Dann brauchen wir noch einen mehr. Okay, einen müsst ihr noch ausgraben. Ich will einen Steinkreis haben. Sorry, Dudes. Es wird 10.000 Jahre dauern, aber das ist es wert. Glaubt mir. Da ist noch einer. Da ist auch noch einer. Der ist näher. Oh, das wird supi anstrengend, liebe Leute. Tut mir leid für euch. Aber dafür kriegt unser Dorf Ruhm und Ehre. Theofido! Auch dir ein fröhliches Friedensangebot. Yay! 3 neue Menschen! Arbeitskraft! Arbeitskraft! Es wird 10.000 Jahre dauern und 500.000 Menschenleben kosten. Möglich. Leder haben wir wirklich nicht mehr viel getrocknete Haut. Auch nicht, aber jetzt gleich gibt es ja ein bisschen Ziegen. Oh, unser Ausstatter ist fertig. Das ist natürlich geil. Der produziert uns Leinen-Outfits. Leichtes und stylisches Outfit. Und Woll-Outfits. Die sind warm und stylisch. Okay, Leinen haben wir eh noch nicht, aber sollen die ruhig produzieren. Ja, hier wird eine Hütte geupgradet. Sehr gut. Die soll auch ein Upgrade kriegen. So, was geil wäre. Kind, kannst du dich jetzt schlachten? Nee, schade. Wieso kann niemand von euch schlachten? Habt ihr alle keine Messer? Wir haben alle keine Messer. Ist hier irgendwer dabei, der das kann? Da. Oh, wir haben immer noch Winter. Ach krass, es sah gerade so warm aus. Die bestellen jetzt schon wieder die Felder. Ach, die säen schon im Winter, okay. Ja, die Kinder tragen das weg. Das ist doch ganz hervorragend. Ey, niemand von euch kann diese Ziege schlachten? Ach doch. Splitten nicht mehr nutzbar. Mehl, Erntewerkzeuge. Ja, okay. Die YouTube-Folge ist zu Ende. Du solltest mal Flint suchen, sonst geht das Werkzeug zu nahe. Ich habe eigentlich hier eine neue Flintquelle. Hab ich denen gesagt, die Sparkels sollen das machen, aber wir hatten doch hier irgendwo eine neue Quelle aufgetan. Ja, da ist noch eine. Bitte bauen Sie das ab. Da ist noch. Ah, der ist leer. Okay. Eisenerz können wir noch nicht, da sind wir noch zu blöd für. Okay. So, YouTube-Folge. Wup, wup. Liebe YouTube-Gates, die Folge ist zu Ende. Wir sehen uns in der nächsten. Bis gleich. Ne? Wir müssen immer noch die letzte Folge Game of Thrones.